9 Uhr. $15,792 würden wir short gehen oder $15,807, also sprich die Falle wird bei der Big Number platziert und wir sehen hier in Richtung Gap Closing, dort sitzt dann die Volabox. 15,836 zu 15,821. Unten herum haben wir nichts, nur oben sind noch eine zweite Volabox. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der Donnerstag, 26. August 2021, 8.35 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir haben hier auf dem rechten Bildrand, wie jeden Morgen, als erstes erstmal hier in der Nähe eine Big Number. 15.807 zu 15.792. Die wird auch direkt angemacht. Die ist schon hier einmal rausgelaufen. Wir gehen auf angepasstes Ziel 0,005 und Zielmarken hier werden heute einmal Gap. Wir haben hier die Kurslücke. Ja, das wäre also hier die Zielmarke. Dann hätten wir Daily Pivot als zweite Zielmarke nach oben hin. Das sind die Marken und nach unten hin. Ja, da wird es erstmal mit der 50er Zone, die ist hier und dann hätten wir die nächste Big Number. Gestern die Blue Boxen, wie jeden Morgen schauen wir ja einmal auf die Entwicklung, abends treten wir ja nicht, aber wir haben hier eine 15er Box, eine 20er, eine 12er, hier eine sehr schöne 11er Box am Nachmittag, sauber ausgebrochen, direkt bis zu Big Number, 14er, 17er, 14er, also da sind einige kleine Boxen gewesen gestern, die man sauber hätte traden können. Entschuldigung. Kommen wir auf den linken Chartrand und das sind die sogenannten Vola-Boxen. Die sind insofern interessant, weil wir jetzt hier den ersten Trade morgens immer, wenn die erste Vola-Box reinkommt, das Risiko etwas erhöhen. Und zwar auf 0,1. Wir nehmen das angepasste Ziel raus für den ersten Trade. Und ja, gestern der
die Vola-Boxen. Wir sehen es hier, die Big Number und den Hedge-Auflösungstrade in Anführungsstrichen, also mit erhöhtem Risiko, ist im zweiten Trade hier rausgegangen an der Big Number. Wo wird es heute sein? Wir gucken mal in den Forecast. Also wir haben hier 15.837 aktuell. Ja, und wir sehen hier immer noch das Minus von den Trade von dieser Woche. So, 15.837. Das heißt, wir werden irgendwo hier oben reinkommen. Ja, gucken wir mal, das wäre denn das Gap Close Closing. Ja, ob wir da hinkommen. Also 9 Uhr, die erste Vola-Box nutzen wir dann mit erhöhtem Risiko. So, wie jeden Morgen auch, gehen wir einmal auf die Zeitebenen und gucken uns mal die Märkte an. Wie ist die Wetterstimmung? Fangen heute wieder an mit Ethereum. Heute 3100 Daily Long. 4 Stunden Short. Das heißt, immer wenn ich Long Short sage, hat das was mit dem Band hier zu tun. Wenn der Kurs darunter ist, ist es eher Short. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Short. Das heißt hier eine Tendenz eher erstmal Richtung Süden. Nächster Markt ist dann bei Bitcoin. Da waren wir ja schon bei 49. Und hier fangen wir auch wieder oben an. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten. Hier auch eine klare Tendenz, kurzfristig zumindest erkennbar, also Richtung Süden. Der nächste Markt, den wir hier haben, ist dann heute der Dow Jones. Daily Basis, gehen wir mal rein. Daily Long, wir sehen das All-Time High hier oben. 4 Stunden sind wir auch Long. Stunde sind wir Short. 30 Short, 15 Short, 5 Minuten. So unentschieden. Nächste Markt, dann Technologiebörse, beziehungsweise S&P 500 erstmal. Die 500 großen, hier sehr schön zu sehen, S&P 500, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Technologiebörse, Entschuldigung, Daily Long. Und da sehen wir, wow, entfernt sich sehr schön von diesem gleitenden Durchschnitt. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 auch Short. Okay, Öl. Öl auf Daily Basis. Short, 4 Stunden Long. So, wenn wir Öl nochmal nehmen und das letzte Hoch hier oben und das letzte Tief nehmen, dann kommen wir auf ein Szenario, dass hier wir beim 38er Retracement sind, also von diesem Abverkauf hier oben bis runter 38, 50, 61 erst über diesen 70er Zone wäre dann Trendwechsel. Ja, also das heißt, wir sind jetzt hier klassisch in einer von dem Abwärtsbewegung in einer Erholungsphase. So, Daily, also Daily Short, 4 Stunden Long. Stunde Long, 30 Long und 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zu Gold. So, Gold Daily Short, 4 Stunden Daily Short, 4 Stunden knapp Long, Stunde Short, 30, 15, alle Ebene hier dann Short, also auch hier die Tendenz eher Short. Kommen wir zum letzten Markt, das ist der DAX. Und gehen wir auf den Daily Chart. Und da ist Daily immer noch Long und danach wird es Short. 4 Stunden, Stunde, 30, 15, alles 5, alles Short. Wir haben das Gap, die Kurslücke hier, die wir eben auch schon besprochen haben, die heute als Zielmarke fungiert.
Aber wir sehen, der Markt geht weiter Richtung Süden und gucken mal, wie die Märkte gleich denn zu der 9-Uhr-Session reinkommen. So, wir sind long. Wir sind long im ersten Trade und das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Bei 15.700 ist der Trade hier in die Falle gelaufen, der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Und ich wünsche allen YouTubern dennoch gute Trades. Unser Tagebuch, wir halten fest, Big Number im ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen. Wir platzieren jetzt die Big Number ein zweites Mal und verabschiede mich jetzt. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter.